Ja, wir haben eine spezielle Rundbogenmarkise entwickelt. Das Besondere ist, dass wir im eingefahrenen Zustand in der Mitte keine Schienen oder Seile sehen und so die Optik des Fensters nicht gestört wird. Unser Part war, dass wir die Versuche gefahren haben, dass diese Gleitstücke dementsprechend mitgenommen werden, dass die Seilführungen dementsprechend verschwinden. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben ein bisschen analysiert, wo dann lag es und was ist alles zu tun, damit dort entsprechend das durchengineert wird. Da gibt es ein paar Fragestellungen, die durchaus eine bestimmte Tiefe haben, wo man Stellung nehmen muss, dass bestimmte Qualitätsaspekte erfüllt sind. Und dann hat er gesagt, dann machen wir das aus einem anderen Material und machen wir so. Und da haben wir dann zusammen überlegt, ja, und dann ist das Produkt entstanden. Und wie kam es denn zu dieser Kooperation? Wir sind an die Handwerkskammer herangetreten und haben gesagt, dass wir da einen für brauchen und auch generell für die Unterstützung, damit wir es durchführen können. Und dann hat Herr Ballmann uns unterstützt und anschließend auch sich um die CE-Kennzeichnung gekümmert. Kommt denn das Produkt bei den Kunden an? Es kommt sehr gut an. Es sind viele Anfragen und wir erhoffen uns da noch einiges von. Was nehmen Sie aus der Zusammenarbeit mit? Auf jeden Fall ist es so, dass man so als Handwerksbetrieb dies alleine nicht stemmen kann. Die ganzen Normen und Gesetze und kann man nicht alleine schaffen. Und was raten Sie anderen Handwerksbetrieben? Immer was Neues zu machen, ich sag mal besonders so, ich sag mal, dass man ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, dass man was fertig produziert, was andere nicht können. Was nimmt die Wissenschaft mit? Unter anderem eine Menge Spaß. Solch ein Produkt zu entwickeln und so weiter ist tatsächlich mal eine wunderbare Ergänzung für die Theorie, dass dann nicht nur in Vorlesungen irgendwo der Stoff mal trocken vermittelt wird, sondern dass man eben zum Teil auch zusammen mit Studenten die ganzen Themen in der Praxis einmal umsetzen kann. Diese Kooperation zwischen Handwerk und Wissenschaft zeichnet den Seyfriedspreis aus. Die Gründungsgeschichte der Signal Iduna Gruppe wurde durch das Handwerk stark und positiv geprägt. Im Seyfriedspreis sehen wir somit eine hervorragende Möglichkeit, das Handwerk zu fördern und zu unterstützen. Die Preisträger haben sehr viel Zeit und Geld investiert, um innovative Ideen umzusetzen. Mit dem Preis wollen wir nun diese Arbeiten und diese Mühen würdigen und Handwerksbetriebe auch für die Zukunft motivieren, Ideen aufzugreifen, Chancen zu ergreifen und Innovationen umzusetzen und voranzutreiben.